Benjamin Sachs, euer Experte bei MeinKick TV. Wir schauen auf das Spiel in der Hessenliga zwischen dem 2. und dem 4., zwischen Hessen 3 Aisch, die bei Rot-Weiß Frankfurt gastieren. Es sind beides Mannschaften, die in der Tabelle mit Sicherheit unter die ersten 5 gehören, mit den Ambitionen, mit den Ergebnissen auch vom letzten Jahr. 3 Aisch ist ein sehr ambitioniertes Projekt mit vielen Ex-Profis, mit Rudi Bommer, mit Ralf Weber im Trainerbereich, mit Youssef Mokhtari auf der 10, der auch höherklassig schon nachgewiesen hat, dass er ein hervorragender Fußballer ist. Und auf der anderen Seite Rot-Weiß Frankfurt mit einer Mannschaft, die letztes Jahr fast aufgestiegen ist, mit einer technisch herausragenden Qualität. Und die auch schon die letzten 3-4 Jahre häufig gegeneinander gespielt haben, die beiden Mannschaften. In der Verbandsliga war es immer das direkte Duell gewesen um Platz 1, das dann 3 Aisch für sich entschieden hat. Letztes Jahr gab es jeweils auf beiden Seiten Sieg, ein Auswärtssieg. Und jetzt ist die Zielsetzung von beiden Mannschaften klar. Beide Mannschaften gehen in dieses Spiel und wollen erfolgreich sein. Es sind beides Mannschaften, die selbstbewusst auftreten, die beides mit einer sehr starken Offensive ausgezeichnet sind. Also auf der einen Seite 3 Aisch mit Fiorentino, mit Amiri, mit Youssef Mokhtari hinter den Spitzen, mit Kaiba Amani, der die letzten Jahre in der Hessenliga immer zu den Top-Torschützen gehört hat. Und auf Seiten von Rot-Weiß natürlich mit Akkerts, mit Barnes, mit André Vlies, mit diesen Spielern, die sehr viel Kreativität versprühen. Und da wird es für beide Mannschaften irgendwo der Schlüssel sein, dass man in der Defensive das Ganze so spielt, dass man wenig zulässt, dass man versucht, die Räume eng zu machen, dass man kompakt spielt, dass man sehr aktiv verteidigt, um da einfach diese beiden kreativen Abteilungen, diese beiden Mannschaften, die Einzelspieler von diesen Mannschaften aus ins Spiel nehmen kann, um dann versucht, im Umschaltspiel irgendwo erfolgreich zu sein. Rot-Weiß spielt zu Hause, das wird aber auch auf dem Niveau jetzt keinen großen Unterschied spielen, ob da heim oder auswärts ist, weil jetzt nicht irgendwo ja, so ein großer Fanandrang ist, dass die Mannschaft so stark unterstützt wird. Natürlich sind beide Mannschaften, werden versuchen, fußballerisch auch vieles zu lösen. 3 Aisch ist eine sehr abgeklärte Mannschaft, sehr abgezockte Mannschaft mit auch erfahrenen Spielern, auch in der Innenverteidigung mit sehr viel Körperlichkeit und wird mit Sicherheit auch bemüht sein, dann im Umschaltspiel irgendwo Rot-Weiß weh zu tun. Auf der anderen Seite wird Rot-Weiß versuchen, den Ball zu haben und erfolgreich dann in die Tiefe zu spielen. Und am Ende wird sich mit Sicherheit irgendwo so eine Tagesform entscheiden sein, auch ein Selbstbewusstsein in den Aktionen zu haben und so die nötige Ruhe auch zu haben, die entscheidenden Situationen dann auch cool auszuspielen. Und natürlich auch Einzelspieler, die auf beiden Seiten zu Genüge da sind, werden dann entscheidend sein, um am Ende irgendwo eine Mannschaft eine Tendenz zu geben.